Ja, ihr habt richtig gelesen. Im Titel steht tatsächlich, dass ich im neuen Rooflex-Video dabei war. Ich hab's wirklich gemacht. Verfickt nochmal. Wo sind jetzt die ganzen Hater, die gesagt haben, ich trau mich die Scheiße nicht, hä? Wer ist jetzt hier ins Loch reingeklettert und wer nicht? Verdammt nochmal, ich war tiefer drin im Loch, als ihr jemals sein werdet. Leck mich am Arsch, Baby. Wir reagieren heute auf ein, wahrscheinlich, hab's noch nicht gesehen, legendäres Video von Ruthless, weil ich mich einfach mit den Jungs getroffen habe. Fredo hat mich angeschrieben und hat gesagt, Mochi, wie sieht's aus? Willst du mal in Loch mit mir zusammen, mit uns zusammen gehen? Und ich habe da ein bisschen rumüberlegt, bin ehrlich, Chat, ich bin ganz ehrlich. Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich es machen werde. Eigentlich habe ich eher dazu tendiert, es nicht zu machen. Aber dann habe ich an euch gedacht, lieber Chat, ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich, dieses Video, was ich mit den Jungs gedreht habe, habe ich für euch gemacht. Fürs Team. Ich habe einen fürs Team gebracht. Ich bin einmal ins Loch reingegangen fürs Team. Kann man drehen und wenden, wie man will. Ich habe es für euch gemacht, Chat. Und jetzt reagieren wir auf dieses legendäre Video. Also ich hoffe, es ist legendär. Ich habe es noch nicht gesehen. Was ich gesehen habe, sind die Kommentare unter dem Video. Da können wir aber nach der Reaction drüber quatschen. Jetzt lehnt ihr euch erstmal zurück und genießt das heutige Ruthless-Video. Denn ich bin da einfach drin. So krank. Ey, wirklich. So, Videotitel vom heutigen Ruthless-Video ist Moji am Limit. Das bin ich. Ich bin Mochi. Wir kriechen durch World War II Trümmerhaufen auf der Suche nach Munitionslager. Junge, einfach nur krank. Geile erste Perspektive auch hier vom Video. Gefällt mir wirklich gut. Ich muss dazu sagen, bevor wir in die Reaction reingehen, ich werde wahrscheinlich sehr oft stoppen. Ich werde wahrscheinlich sehr viel reden, weil ich habe viel zu erzählen. Ich will euch auch rüberbringen, wie das für mich im Moment war, wie ich mich gefühlt habe und so ein Scheiß. Und ich muss jetzt schon mal eine Sache sagen. Eigentlich mag ich das gar nicht. Eigentlich mag ich es gar nicht, mich selbst anzugucken. Versteht ihr, was ich meine? Also ich mag es gar nicht, mich selbst zu sehen und mich selbst reden zu hören. Feiere ich überhaupt gar nicht, aber wir müssen ja einfach drauf reagieren. Genug Intro, genug Rumgelaber. Jetzt geht's rein ins neue Ruthless-Video und ich bin drin. Let's go. Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade in einem unbekannten Waldstück und hier soll es tatsächlich einen Rüstungsbunker aus dem Zweiten Weltkrieg geben, wo Messerschmitt-Flugzeuge hergestellt werden sollten. Das Ding ist ein einziger Trümmerhaufen, aber es soll komplett untertunnelt sein. Außerdem sieht das aus wie ein riesiger Hindernisparcours. Fredo sah so sexy aus an dem Tag, ich sage euch ganz ehrlich. Ich habe Fredo in echt gesehen. Voller Kletterpassagen so und enge aus. Löchern. Ich würde sagen, das klingt einfach perfekt für uns. Legen wir direkt los. Wir haben uns für heute was ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben wir zwei Special Guests. Dem Alter, das sah im Spiegel nicht so beschissen aus. Das sah im Spiegel nicht so scheiße aus, wie es da gerade aussieht. Das sah deutlich cooler aus im Spiegel, als ich mich angeguckt habe. Junge, ich sehe aus wie ein grenzdebiler Vollidiot. Und vor allem glubschen meine Augen richtig raus. Ich habe mir extra eine Speedo-Brille bestellt. Eine Speedo-Taucherbrille, damit mir nichts ins Auge kommt. Und ich sehe gerade, die hat meine Augen vergrößert. Ich sehe aus wie ein Volltrottel, Digga. Alter. Mochi und dem Paddy, wer hätte das gedacht? Hallo, mein Name ist Mochi, ich bin hier wegen den Löchern und ich hoffe, ich gehe nicht drauf heute. Der Mochi. Junge, wie groß sind meine Augen mit der scheiß Brille? Das hätten die mir auch mal sagen können, dass ich dumm aussehe. Mochi ist heute unser auszubildender Ruthless-Azubi und der Paddy unser Kontaktmann, der sich genau. Am besten so auskennt. Seid ihr bereit für den maximalen Zugriff? Ey, Chat, könnt ihr das glauben? Könnt ihr das glauben, dass ich gerade in einem Ruthless-Video drin bin? Ey, wirklich, ich bin immer noch so stolz drauf, ehrlich. Ich bin so stolz. Ey, Junge, das ist so krank. Ich war da einfach mit drin. Wir sind bereit. Ich bin bereit, ins Loch reinzugehen. Let's go, Baby. Sag's den draußen, da draußen. Pause, gar nicht viel reden. Lass sofort rein ins Loch. Wir müssen es hier über die Bühne bringen. Da war ich auch noch am Rauchen. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich im Video geraucht habe. Ich habe aber Kette geraucht, Chat. Ich muss auch wirklich sagen, es tut mir leid. Ich darf nicht so oft stoppen und nicht so viel labern. Aber, ey, ich war so aufgeregt, Chat, wirklich. Weil ich wusste ja auch nicht, wo wir hingehen werden, wie es da aussehen wird. Ich wusste gar nichts. Die haben mir einfach gesagt, ja, Mochi, kommst mal hier zum Location. Ich schicke dann Standort durch und dann gehen wir ins Loch rein. Und ich wusste ja überhaupt gar nicht, wo die rein wollen, wie es da aussieht, wie schwer das wird und so. Und ich habe den Jungs gesagt, am Anfang, vor dem Video, habe ich gesagt, ey, bitte nichts mit Klettern.
Mein Knie tut nämlich weh. Und das könnt ihr auch bezeugen, Chat 1, wenn ich euch auch gesagt habe, dass mein Knie weh getan hat. War vor 2 Wochen oder 3 Wochen oder so. Ich habe Knieschmerzen gehabt, ich war verletzt. Ich habe gesagt, Jungs, ich geh mit euch in ein Loch rein, aber bitte nicht klettern. Mach mal ohne Klettern heute. Werdet ihr gleich sehen, wie es funktioniert hat mit dem Nicht-Klettern. Genau so wollen wir das machen. Komm, los, Attacke! Oh, verdammt nochmal. Rutschig hier, pass auf, Dominik, ja? Weil ich mag Melder nicht. Ich mag Melder noch nie, ehrlich. Das ist wirklich, das Video läuft 1 Minute und ich hatte fast schon die Presse gehauen. Es kann wirklich nicht sein. Wirklich, also allein der Offroad-Weg hier ist schon gemacht. Da oben geht's los, oder? Da hinten sieht man tatsächlich schon Mauern. Also das könnte wirklich schon ein Teil von diesem Rüstungsbunker sein. Diese Betonteile sind hier wirklich überall verstreut, einfach weil das Ding nach dem Krieg von den Amerikanern gesprengt wurde. Deshalb soll es ja auch so viele unterirdische Gänge geben, einfach weil das ein einziger Trümmerhaufen ist. Und dieses Gelände wurde am Ende vom Krieg als Munitionslager genutzt. Es wurde dann auch gesprengt, aber die Ladung war zu schwach. Und dann haben sie die ganzen Granaten undetoniert im ganzen Waldgebiet verteilt. Deswegen war der Räumdienst da vor Ort und hat das alles sondiert und 54 Tonnen geborgen. Naja, dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ganz schön sportlich, sei ehrlich. Wieso bin ich der Einzige, der aus der Puste ist? Okay. Oh. Schaut euch diese riesigen Stahlbetonklötze an. Hier wirklich noch die Bolzenmaus. Das war aber auch wirklich anstrengend, Chat. Da könnt ihr jetzt auch wieder reden, wie ihr wollt. Ich weiß, ihr seid alles Top-Athleten und hättet das alles locker gemacht. Junge, seid ihr mal durch den offenen Wald gelaufen? Und ich rede hier nicht von Spaziergänger-Wanderwegen. Ich rede hier von Gestrüpp, von Steinen, von rutschigen Asphalt. Nicht Asphalt, Wiese und so Scheiß. Das ist anstrengend. Das ist nicht leicht. Hier riecht man den Bunker schon förmlich. Oh, das muss irgendwo hier in der Nähe sein. Naja. Wir sind knapp dran. Hier geht es jetzt schön runter, die Schlucht, weil da hinten soll sich das befinden. Sorry, dass ich hier reingeredet habe. Alles gut. Ich hoffe, ich störe auch heute nicht beim Blutfluss. Absolut nicht. Ich versuche mich hier undercover zu verhalten. Ich habe bloß wirklich Angst, da runter zu gehen. Ich meine, es ist gerade wirklich alt. Solange du dich nicht vor den engen Löchern drückst, ist hier gar kein Problem. Eins, wenn ich doch gestört habe im Videochat, sag mal einmal ganz ehrlich jetzt nochmal an der Stelle. Du gehst vor mir, Fredo, und du hinter mir, okay? Ja, gut. Wenn ich rutsch, fängst du mich auf. Ja, keine Angst. Alter. Auch das hier, ich wusste, dass die Sachen im Video nicht so schlimm aussehen wie in echt. Digga, das war steil as fuck. Da ging's nicht nur ein bisschen runter, das war richtig steil. Da ging's 50 Meter in die Tiefe und steil. Wenn ich da abgerutscht wäre, ich hätte mir alles gebrochen. Das war kein Kindergarten, da ging's schon los. Da habe ich direkt gemerkt, ey, das wird ja heute kein Spaziergang. Ich dachte mir, die machen Anfängerkurs mit mir, das wird genau das Gegenteil. Profikurs. Das war auch richtig steil hier. Ja. Wie sieht das aus von hinten, professionell? Ja, professionell. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade in irgendeinem Wald hier rumwandere mit euch. Das ist wirklich ein Fiebertraum. Langsam, Jungs, gell, langsam. Ich sag's euch, heute verletzt sich nicht keiner. Oh, verdammt nochmal. Den habe ich gefangen. Hast du gesehen? Alter. Vorsichtig sein, das ist eine Knieverletzung. Die ist wirklich rutschig. Nee, das ist jetzt ein Joke von euch gerade. Na, da geht's noch nicht rein. Nee. Das sieht wirklich nur nach einem Betonkloss aus. Ja, das ist schon ein anderer Eingang nachher, oder? Das ist nicht sowas. Ja, wir wissen es leider noch nicht. Kann alles sein. Da dachte ich auch, die wollen da wirklich rein. Ich dachte mir, die wollen in den Schlitz rein. Ich dachte, jetzt geht's los. Ich war bereit fürs Loch, ehrlich. Bombis. Oh. Warum bin ich denn auch der Einzige, der hier rutscht? Alter. Okay. Das sieht jetzt aber wirklich nach Bunkermaterial aus. Boah, das ist ein riesiger Wald. Boah, schaut euch mal an, wie massiv die Wände hier sind. Sieht aus wie so ein Sekten-Sch**. Ja. Ah, das sieht aber aus, als müssten wir gleich klettern. Klettern? Ja. Nee, oder? Nee. Und hier einfach diese gigantische Felsmauer. Ja, und jetzt geht's nämlich schon los, Chat. Jetzt geht's los. Das ist eindeutig ein Teil von dem Ding, was wir suchen. Das ist schon eine fette Bunkerwand auf jeden Fall. Und da ist direkt schon eine natürliche Leiter, und zwar dieser schöne Baum. Hoch da, würde ich sagen. Mochi. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Und da dachte ich wirklich, die verarschen mich. Ich dachte, das ist so ein Ding, die sagen, komm, wir klettern jetzt da den Baum 10 Meter hoch und dann lachen wir alle drüber, hahaha, und dann gehen wir außen rum. Aber nichts da. Die haben das ernst gemeint. Die wollten, dass ich da hochkletter. Und das war die erste Mission. Das war das erste Ding, was wir gemacht haben. Nachdem ich dem 10 Mal gesagt habe, ich habe Knieschmerzen und ich will nicht klettern. Wollen die, dass ich da einen 10 Meter Baum hochkletter? Achim. Junge, es ist aber auch alles rutschig in den Eiswald. Die wollten mir sagen, wir klettern da hoch. Komm, nicht lang schnacken, jetzt da hoch. Okay, komm, Domi. Ja. Ey, und das sieht auch wieder, ey, Chat, ich weiß, ihr glaubt mir jetzt nicht und ich weiß, ihr denkt, ich laber Scheiße.
Aber das sieht auf der Kamera nicht ansatzweise so hoch aus, wie es in echt war. Wie viel Meter würdet ihr schätzen, ist die Mauer hoch? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. 2 Meter? Das ist Frechheit. Das ist absolute Frechheit, wirklich. Und jetzt stehe ich hier wieder da wie so ein Trottel, der nicht mal eine 2-Meter-Wand hochklettern kann. Also ich sag euch eins. Die Mauer hier, die Wand, mindestens 12 Meter. Dich mal vor und dann kommt der Mochi gleich nach. Ey, das meint es gerade wirklich ernst? Ach, direkt hoch. Oh. Junge, das bricht doch gleich durch, das Ding. Es hält bombenfest. Oh mein, das ist... Sehr sketchy. Yes. Hey, ich meinte es gerade nicht ernst. Könnt ihr jetzt bitte sagen, dass das alles ein Spaß war und dass es einen anderen Eingang gibt? Habt ihr mal meinen Körper gesehen? Komm, kurzen Prozess. Ihr meint es wirklich ernst? Real Talk. Ey, das schaffe ich nicht. Komm, Mochi. Komm, Augen zu und durch. Das ist ein Versuch. Okay, ich versuch's. Wenn's nicht. Ernstgemeine Frage, Chat. Wer von euch wäre da hochgeklettert? 1 für ja, 2 für nein. Ich will nur ernste Antworten von euch jetzt haben, okay? Ich will jetzt hier kein Gelaber hören von euch. Ihr seid solche Lügner. Ihr habt alle eine dicke Kappe auf gerade. Ihr habt so eine dicke Kappe auf. Ich würde eine dicke Summe darauf verwetten, dass mindestens die Hälfte von euch den Sch*** nicht gemacht hätten. Digga, ich bin hier, also wie hoch ist jetzt die Mauer jetzt mal, Retalk? Sagen wir mal 6 Meter, okay? 6 Meter hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, sagen wir mal 7. 7 hört sich besser an. 7 hört sich jetzt auch nicht so viel an, aber eine 7 Meter Mauer hochzuklettern ist schon krank, wenn du kein Kletterer bist. Und dann das Ganze noch an so einem scheiß dünnen Ast, der komplett vermodert ist, zu machen, der jeden Moment durchbrechen kann, das ist kein Spaß. Das ist alles andere als lustig. Geht's nicht. Alter Schwede, mit den Handschuhen kann ja wirklich gar nichts schief laufen. Anfängerkurs habt ihr gesagt, gell? Das ist kein Problem, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Das ist doch alles Hochleistungssportler, verdammt nochmal. Einfach zur Hälfte und dann weiche ich dir den Arm. Aha. Zur Hälfte. Warum lacht ihr so über meine Handschuhe, Chat? Ich habe mir Handschuhe mitgenommen, weil ich mir dachte, die können hilfreich sein. Wie man es auch hier sehen kann. Alles richtig gemacht mit den Handschuhen. Ich würd gegen die Wand treten und dann richtig schön zurücklehnen, ja, dass du dich einklemmst. Vorsicht, ich mach mal einen Test. Ja, mach mal einen Test. Ach, der hält ja noch zusätzlich. Du kannst doch auf meine Schulter steigen, wenn du magst. Ich kann nicht glauben, dass das hier gerade wirklich macht. Verdammt, komm. Junge, warum sehe ich denn so dick aus? Jetzt fällt mir gerade auf, wie dick ich aussehe. Das muss der Anzug sein, Chat. So sehe ich nicht aus eigentlich, wirklich nicht. Ich sehe richtig... Warum sehe ich denn so fett aus in dem Video, Digga? Das ist der Anzug, okay? Das ist der Anzug. Scheiße. Guck mich nach unten, nach. Ja, nicht runtergucken. Yes, komm. Du hast es fast. Ja. Komm! Ja, komm! Komm! Guck mal, also guck mal... Warte, es tut mir leid, dass ich so oft stoppe, aber das müsst ihr jetzt einfach ertragen. Du hast guck es mal fast. In dem Moment. Ja. Guck mal jetzt, warte, ich mach Zeitlupe, guck mal den Moment. Guck mal auf meine Hand, wartet. Achtet auf die Hand. Fast abgerutscht. Fast in den gerutscht. Ich wär draufgegangen. Meine Koordination war komplett am Arsch. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen. Fast abgerutscht. Nochmal. Yes. Komm. Achtet jetzt auf die Hand. Jetzt. Digga, ich bin fast gestorben. Ich bin fast gestorben, Chat. Fast draufgegangen. Weiter. Ja, komm. Komm. Komm, ein Stück noch. Alter. Ja, wie du drückst den Ast. Drück den Ast, bitte. Ich kann nicht. Okay, gib mir deine Hand, Mochi. Okay. Gib mir die Hand. Oh, ich hab grad runtergeschossen. Yes! Alter, yes! Perfekt! Ich will, dass ihr klatscht im Chat, okay? Und auch wenn ihr sagt, das war nicht schlimm, bei Gott, das war schlimm. Das war schlimm. Ich übertreibe hier auch gerade nicht. Das war wirklich schlimm. Als hätte das sein ganzes Leben lang gemacht. Komm, ich send mich jetzt gleich nach. Ja. Ich hab dich. Ja. Geil. Okay, das. Guck mal, er geht außen rum, weil es ihm zu krank war, die Scheiße. Und da seht ihr es auch wieder. Verdammt nochmal. Er ist hier so ein Survival-Outdoor-Lost Place-Typ. Er geht außen rum. Und daran sieht man mal, was für eine kranke Scheiße ich da gemacht habe. Und jetzt guck mal runter. Seht ihr den Boden? Ich nicht. 15 Meter, Minimum. Blend mal aus.
Das ist jetzt nicht das dein Ernst. Das blenden wir aus, was das da gerade passiert. Nicht dein Ernst. Es gäbe natürlich hier auch den normalen Weg. Bro, also jetzt mal Re-Rap. Gib mir wenigstens den Punkt, Chat, okay? Eins, wenn es von oben viel höher aussieht als von unten. Das war schon nicht niedrig, Chat, ehrlich nicht. Das war nicht niedrig. Okay, manche schreiben eins. Okay, danke. Weg. Aber der Mochi will hier eine komplette Roofless-Ausbildung machen. Und deshalb muss es hier natürlich überall mit Action entlang gehen. Können wir noch mal kurz Pause machen, bevor es weitergeht? Natürlich. Ja, ja. Also okay. Ich muss sagen, dafür, dass du es das erste Mal machst, einwandfrei. Danke. Ich glaube, wir können heute wirklich aufs Ganze gehen. Ey, ich hab Bock. Ich merke, ich bin in der Materie drin gerade, ehrlich. Perfekt. Alter. Und das hat sich wirklich ausgezahlt, hier rauf zu gehen, weil hier geht's, glaube ich, jetzt wirklich direkt los. Schau dir das mal an. Schaut euch das an. Da sind wirklich überall die Bunkerruinen. Und da hinten sieht man auf jeden Fall schon gigantische Kolosse in Stahlbeton. Da muss es jetzt gleich hin. Komm, jetzt aber mit einem Mini-Jump hier rüber. Was ist das denn hier schon wieder? Komm, Fredo, zeig mal vor. Hey! Nur wenn du es auch machst. Ja. Okay. Yes, yes, yes. Yes! Alter! Gratis! Ja. Ey, Junge, ich sehe wirklich aus wie so ein Bewegungslegastheniker, aber ich schwöre bei Gott, das war nicht leicht. Digga, ich wirke in dem Video wirklich wie so ein Bewegungstrottel. Bin ich aber gar nicht. Also es sieht halt auch im Video nicht so schlimm aus wie in echt. Ja, komm, Paddy. Schön so, schön die Hand. Ja, und jetzt rüber. Yes. Ja, und weiter geht's. Und da nach links raus. Ich schau über die Animierung und kann man klettern. Oh. Oh. Alter. Boah. Geht's denn? Nicht runterrutschen. Yes. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Die Frage stelle ich mir gerade genauso. Das ist wirklich. Ich dachte, wir gehen hier in so ein Loch rein. Wir sehen Palken. Das kommt Delikte. Noch. Das kommt alles noch, Wojci. Ja, aber ihr habt mir nicht gesagt, dass es hier so ein Hochleistungsklettern wird. Ach, du machst das bis jetzt einwandfrei. Ja? Ja. Ich sage immer so, im Team ist man nur so stark wie das schwächste Glied. So ist es. Ich fühle mich richtig, als wäre mein Urinstinkt hier geweckt, ehrlich. Hangeln wir uns darüber, das ist chillig. Okay, ja, ist chillig, ganz chillig. Naja, wirklich, jetzt wo du es gerade sagst, ist wirklich super chillig. Überhaupt nicht chillig. Das ist echt. Ach, Männer, es war da. Ja, genau. Boah, ja. Geil. Ah, ja. Oh. Einfach nur. Ist ja super chillig, Jungs, ehrlich. Ist das krank. Super, das ist krank. Wenn ich hier drauf gehe, ihr redet meiner Mutter, ja? Ey, auch das Chat, das sieht einfach, das regt mich gerade richtig auf. Mich regt es richtig auf, dass es auf der Kamera nicht so schlimm aussieht wie in echt. Ich hoffe, dass wenigstens das Loch, in was wir reingekrabbelt sind, dass das wenigstens krank aussieht. Eins, wer jetzt bei der Situation sagen würde, ach, da würde ich im Stehen drüber laufen, das ist doch nicht schlimm, das ist ja nicht mal hoch, ist doch nicht mal steil. Was soll denn da so rum? Ja, hab mir fast gedacht, Chat. Hab mir fast gedacht. Und jetzt sehe ich wieder aus wie ein Trottel, der da komplett am Übertreiben ist. Das war steil und das war auch hoch. Wirklich, wäre ich da abgerutscht, ich hätte mir was gebrochen, mit Ansage. Oh. Wie weit geht denn das hier noch? Hast du Höhenangst? Nee. Okay, perfekt. Ist es hoch da hinten? Nein. Ich kann nicht mehr, wenn ich irgendwas frage. Du hast mir gerade gesagt, es ist absolut chillig. Ich finde das jetzt nicht so chillig hier gerade alles. Also hier geht es auf jeden Fall etwas runter. Da sollte man nicht abstürzen, aber bis jetzt läuft hier wirklich alles einwandfrei. Das ist lebensgefährlich. Spiel das mal nicht hier runter, Dominik. Das ist hier kein Spaß, ehrlich. Ich fühle mich hier ein bisschen so, als wäre ich wieder ein Kind. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Als wäre ich wieder 13 und ich klettere mit meinen Freunden auf irgendwelchen Bunkern rum. Das hört sich einfach nur perfekt an. Okay, super. Ey, sag mir bitte, dass es hier jetzt runter geht. Da geht's runter. Ja? Ja. Okay, das geht gut. Komm, Mochi, gleich nach. Ich fühle mich gerade wie Spider-Man. Junge, ich sehe auch einfach aus wie Spider-Man. Seid ihr ehrlich, Chat? Guck mal, wie ich da sitze. Spidey, der allerechte. Spogey, die Spinne, hat mal wieder zugeschlagen. Wie Spider-Man sitze ich da. Schau runter auf das Volk. Bin bereit, ein paar Heldentaten zu erledigen. Um Gottes Willen. Einfach festhalten, ich halte dich. Um Gottes Willen. Kannst du die Hand auch. Ja, ich hacke. Ich halte mich an den Beinen? Ja, ja, voll. Also du musst jetzt die Hand loslassen, glaube ich. Okay. Ja? Du musst hier runtersteigen. Komm, hier hinsteigen, da.
Ich kenne eigentlich alle Dorn. Einfach durch. Ja, und das waren Dornen da unten, Chat. Das war kein normaler Busch, das waren Dornen. Ja, genau. Ja, komm. Ja. Okay, ich hab. Yes. Ja. Alter. Ja, ja, ja. Wow. Ja. Geil, Jungs, geil. Ich spring vor deine Füße, Mochi. Okay, ich hab dich. Alles gut? Alles gut. Okay. Alter, macht das Bock. Okay, und hier führt jetzt tatsächlich ein Spalt drunter und ihr seht, wie massiv diese ganze Struktur... Ey, so, wie viel Meter geht's da in die Tiefe, Chat? Auf den ersten Blick, seid ganz ehrlich. Und kommt mir jetzt hier nicht mit 3 Meter oder so ein Scheiß. Also das sind Minimum. Minimum. Eine 2 steht davor. Ja, okay, können wir uns auf 10 einigen? Auf 10 mit, bei 10 bin ich okay damit so. Können wir uns auf 10 einigen, Chat? Zweistellig auf jeden Fall. Es kratzt an den 10 Meter. Also es war wirklich schon tief. Und jeder, der schon mal auf dem 10 Meter Brett stand, weiß auch, das ist nicht, also ist nicht ohne. Vor allem, wenn da kein Wasser ist. Struktur ist, da unten könnt ihr tatsächlich reingehen. In dem Sinne, Jungs, ihr wisst, was zu tun ist. Schön jetzt im Ninja Warrior Style hier diesen Abstand runterklettern. Ja, das ist wie in der Buschtür. Da musst du dich einklemmen und einfach runterrutschen. Okay, wir sind unten. Das mach ich nicht. Jetzt zerbreche ich mir was. Mochi? Ja, bitte. Das ist zu krank für mich. Ja. Digga, allein, dass sie wirklich dachten, dass ich das machen kann. Die hatten, glaube ich, eine komplett falsche Einschätzung von mir und meinem Körper. Bro, also hätte ich das gemacht, wäre ich auch locker Knochenbruch. Easy. Hier noch den leichteren Weg, der geht auf jeden Fall. Was für einen leichteren Weg? Das ist irgendeine Gletscherwand. Was willst du denn hier gerade erzählen, Dominik? Wo ist denn hier ein leichter Weg? Da, schön die Erddutsche. Guck mal, wie hoch das ist! Man sieht meinen Kopf gar nicht mehr. Mein Kopf sieht aus wie eine Erbse. Ich sehe zwar immer noch aus wie Spider-Man da oben, aber mein Digga, das ist hoch. Das ist kein kleiner Scheiß gewesen. Entlang. Den hast du. Ey, Jungs, ihr wollt, dass ich draufgehe, glaube ich, oder? Im Notfall fange ich dich auf. Hast du mich im Notfall? Ja. Das ist sicher hier, oder? Ja, ja. Das sind doch überall Stahlstäbe. Alter, ist das geil. Okay, und jetzt? Entweder da oder da hinhängen und runterlassen. Das braucht halt ein bisschen Kraft. Ja, hast du gesehen, wie das wackelt? Aber das hält, schau. Das ist mir gerade alles machen, ganz ehrlich. Nein, nein, nein. Ja, also da sage ich auch, wenn das nicht euer neuer Desktop-Hintergrund wird, Chat, dann weiß ich auch nicht. Jetzt bitte einen Screenshot machen und neuen Desktop-Hintergrund, iPhone-Hintergrund. Macht eure Freunde weg vom Handy, vom iPhone und knallt euch den als Hintergrund drauf. Der geht hart. Ja, den krieg ich hin, ich weiß, wie ich es mache. Super. Ja, ja, ja. Und jetzt langsam, okay? Ja, genau. Soll ich dir helfen? Ich kann. Da wusste ich nicht weiter, ehrlich. Den Fuß nehmen. Da war ich vollkommen überfordert. Kack, lass runter. Steig auf meine Schulter. Ja, ja, ja. Oh Gott! Okay, ich kann mich droppen lassen, oder? Ja, lass dich droppen. Yeah! Also, und da habe ich mir fast was gebrochen, ehrlich. Also, nee, okay, also gebrochen ist ein bisschen übertrieben, aber ich sage euch ehrlich, mein Knie und mein Sprunggelenk, meine Füße haben wehgetan. Da bin ich ein bisschen falsch aufgekommen. Ehrlich, ich habe zwar den Jungs nicht gesagt, ich wollte jetzt nicht irgendwie, dass sie Sorgen machen um mich, aber der hat wehgetan, wirklich. Da bin ich irgendwie, also ich muss mal nochmal angucken, da bin ich irgendwie ganz komisch aufgekommen. Und auch da, Chat, ey, als ich da hang oben, okay? Ich kann mich droppen lassen, oder? Als ich da hang, das war viel höher, als es aussah, ich schwör bei Gott. Ich dachte, ich hänge da über irgendwelchen Wolkenkratzern. Das hat sich, von hier sieht's ja wieder komplett harmlos aus. Von hier sieht's aus, ja, als wären es 20 Zentimeter bis zum Boden. Aber das war hoch. Also es hat sich zumindest hoch angefühlt. Ich dachte mir, scheiße, du bist viel zu hoch. Da kannst du dich nicht fallen lassen. Das geht nicht, da tust dir weh. Droppen. Yeah. Alter, verdammt nochmal. Respekt. Also das ist wirklich eine starke Leistung. Wirklich, oder? Sah alles cool aus von unten? Ja, ja. Hab mich gefühlt, James Bond, gerade ehrlich. Das war Spider-Man und James Bond vereint. Boah, ist das hoch? Jetzt sehe ich erst, wie hoch das ist von hier unten. Wie steif bist du? Ja, ich bin auch komplett gerade aufgekommen. Warte. Ja, lass. Ich mach mal kurz Slow-Mo. Ich hätte da meine Beine anwickeln müssen, Chat, oder? Wer von euch ist Kletterprofi, Freerunning-Profi? Bewerte mal einmal ganz kurz diesen Sprung, den ich hier mach. Ich droppen. Oh! Oh!
Oh, der ging so auf die Gelenke. Oh. Yeah. Ja. Ja, der hat wirklich viel getan. Den spüre ich immer noch. Sah das cool aus von unten? Ja, ja. Hör mich komplett. Ich bin James Bond gerade, ehrlich. Das war Spider-Man und James Bond vereint. Boah, ist das hoch? Jetzt sehe ich erst, wie hoch das ja, von hier das unten ist. Nicht ohne. Wie viele Meter sind das? 30? Ja, das sind locker 30. Alter, smooth, Fredo, smooth. Yes. Geil. Ja, geil. Und wir sind alle unten. Yes. Hier muss es jetzt irgendwo einen Eingang geben. Und da geht's schon ein bisschen in den Fels rein. Stimmt. Boah. Überall hängen hier die Stalaktiten von der Decke. Und das sind wirklich Stalaktiten? Also du hast das gerade gesagt, das habe ich einfach nachgeklappert. Ich habe das mal aufgeschnappt im Biologieunterricht oder so. Ja, alles eingefallen, aber es soll ja echt noch unterirdische Gänge geben. Ja, die müssen wir finden. Los geht's. Und? Macht Spaß bis jetzt? Geil, ja, wirklich geil. Da wollte ich ihm die Hand geben. Da wollte ich einchecken. Und? Macht Spaß bis jetzt? Geil, ja, wirklich. Da dachte ich mir, geil, komm. Komm her, Domi. Geil. Geil. Okay. Also da ist jetzt auf jeden Fall schon eine enge Spalte. Nee, da kann man jetzt gerade weg. Nein, da ist eine Sackgasse. Das ist noch nichts. Und da sind auf jeden Fall Dornen, das gibt es doch nicht. Boah. Boah. Jetzt lacht ihr nicht mehr mit meinem Anzug, gell? Nein, jetzt hat er die Stachelzeug. Oh. Da geht's jetzt aber echt hinein. Und jetzt wird's abgefuckt. Und wenn ihr jetzt gleich sagt, dass es nicht so schlimm war, Chat, ich fange mit einer Fortnite-Karriere an, ich schwöre bei Gott. Ich hau auf mit dem ganzen Scheiß, den ich hier mache. Ich mache einen Neustart. Wenn ihr jetzt gleich sagen werdet, das ist doch nicht so schlimm und habt dich doch nicht so. Jetzt wird's wirklich krank. Das war mit einer der krankesten Sachen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Da sehe ich aber Metallschrott unten. Das ist ein reliktöses Loch. Okay. Ey, und jetzt ganz kurz, Zwischenfrage, Chat. Wie schlage ich mich bis hier hin? Ehrlich jetzt, ganz ehrlich. Ich habe alles gemacht, was sie von mir wollten. Ich bin überall hochgeklettert und überall runtergeklettert. Vielleicht nicht so schnell und vielleicht nicht so ästhetisch, aber ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Und ich kann nur noch mal betonen, Chat. Ich weiß, das glaubt ihr mir jetzt nicht, aber das sieht wirklich im Video nicht so schlimm aus, wie es in echt war. Ehrlich jetzt. Ich meine es wirklich ernst. Ich habe wirklich, also bei diesem Runterklettern, wo ich mein Sprunggelenk fast gebrochen habe, ich habe Angst gehabt. Wirklich, ich habe echt Angst gehabt davor. Also ich hätte es alleine, wenn ich mit Kollegen im Wald gewesen wäre, ich hätte es niemals gemacht. Nie im Leben. Und jetzt schaut euch das mal an. Da liegen doch wirklich Metallteile rum. Das sieht doch wie eine Karosserie aus. Schon mal so ein Relikt gesehen, Mochi? Was denn? Schon mal sowas gesehen? Tatsächlich nicht, ne. Sieht doch steinalt aus, oder? Das ist wirklich steinalt, ja. Schaut euch das mal an. Steinalt, Digga, ja. Das sieht nach Autoteil aus. Keine Ahnung, ob das aus dem Zweiten Weltkrieg ist, aber es ist auf jeden Fall alt. So, was ist das da hinten? Links, Leute. Um Gottes Willen. Das ist eindeutig ein enges Loch. Und da könnt's nach hinten gehen. Da geht's nach hinten. Da könnt's irgendwo reingehen. Das müssen wir unter die Lupe nehmen. Komm rein mit dir. Wir stehen hier beide in diesen schweren Zeiten. Und lass uns alle hier wieder gesund rauskommen und nicht in dem Erdrutsch elendig verrecken. Vielen Dank. Meine Vater ist zum Sonnengeist an. So, jetzt gehen wir ins Loch rein, Jungs, oder? Um Gottes Willen, das ist abgehackte Scheiße. Ich hab Todesangst. Komm, Mochi, einfach rein. Ich bin im Loch wie hier drin, ich kann's nicht glauben. Ich kann das hier alles nicht glauben. Hier gibt's doch bestimmt Riesenspinnen, oder? Ja. Ey, und da ist mir auch wirklich bewusst geworden, dass ich wirklich mit Roofless ein Video drehe. Da ist es mir, da hab ich's erst gecheckt. Davor war das so ein bisschen fieberartig und ich bin da ein bisschen rumgeklettert und so. Und da, in diesem Moment, hab ich begriffen, du bist jetzt wirklich im Loch mit Fredo und Dominik. Bist wirklich drin? Du gehst da jetzt wirklich rein? Krank?
Die Panik in den Augen. Ja, ich hatte wirklich Angst. Ehrlich. Also, bis hierhin ging es noch. Ich hatte da schon Angst. Wird gleich aber noch schlimmer, Chat. Es wird gleich wirklich schlimm. Für mich zumindest. Für mich war es schlimm. Natürlich, ja. Ey, Dominik, das ist absolut krank. Ich hab Todesangst gerade. Ich mein's ernst. Ich mein's Todesernst. Dann schau lieber nicht da auf die Wand. Was für eine Wand? Die rechts von dir ist das. Oh, einfach durch mit dem Mochi. Wie weit geht das da rein? Ja, ein Stück noch. Aber Digga, da können wir doch nicht lang. Ach komm, rein in die warme Stube. Ich will einfach nur heim, Jungs. Ehrlich, das ist kranker Scheiß. Okay. Jetzt willst du aber kuscheln gerade mit mir, oder? Ja, das ist richtig entspannt aus. Soll ich dir eine Decke und ein Polster bringen? Gerne, ja. Puh. Wirklich, Mama, wenn du das Video siehst, es tut mir leid. Ich hätte eine Malerausbildung anfangen sollen und einfach einen normalen Beruf nachkommen. Steckst du fest? Steckst du fest? Es geht noch, Roger, alles gut. Ach, ich dachte, das ist hier ein Anfängerkurs. Leute, schaut euch das an. Das kann doch nicht wahr sein. Na, Alter. Das gibt's doch nicht. Da geht's noch weiter. Bro, und jetzt? Wie eng ist dieses Loch hier? Ich dachte, er will mich verarschen, als er gesagt hat, da geht's noch weiter. Das war schon wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt lachen wir gleich alle und gehen zurück. Bro, guckt euch mal das enge Loch hier an. Jungs, da geht's weiter. Guckt euch mal das an, das sieht aus wie der Tod. Alles nass, alles glitschig, alles eklig, Matsch, Tiere, Käfer. Alles widerlich. Da geht's weiter. Ihr seht hier gut, dass wirklich alles verbrochen ist. Wir befinden uns hier in einem Trümmerhaufen. Es soll auf dem Gelände hier 6 massive Stahlbetonbögen gegeben haben, die was sozusagen das Dach von dem Bunker waren. Einer soll noch stehen, ich hoffe, den entdecken wir nachher noch. Wir befinden hier uns hier gerade in einem Trümmerhaufen, der höchstwahrscheinlich so ein riesiger Stahlbetonbogen war. Zur Erklärung noch kurz mal, wir suchen hier einen riesigen Stahlbetontunnel, der eine Deckenhöhe von 3 Metern haben soll. Und da soll tatsächlich mal Giftgas drinnen gelagert worden sein. Das wurde jedoch dann nachträglich komplett einbetoniert hinter einer 1 Meter dicken Wand. Und ja, genau diesen Tunnel suchen wir. Der soll auch noch ganz sein, also nicht zerbombt. Aber ja, Giftgas. Hat nicht gereicht, dass ich da schon komplett Todesangst hatte und einfach nach Hause wollte? Nee, da wurde noch Giftgas gelagert. Aber wurde einbetoniert. Ist nicht gefährlich gewesen. Nee. Da war mal Giftgas drin, aber ja, kann man reingehen. Hey, jetzt mal Spaß beiseite. Was machen wir denn, wenn das Ding hier einstürzt? Das stürzt nicht ein, schau mal, das liegt hier aufeinander. An den Bolzen hier. Statisch ist das hier noch einwandfrei. An den Bolzen, sagst du? Oh, hier fliegt ein Falter rum! Wo? Um Gottes Willen! Oh, er kommt zu mir! Über dir, lauter Spinnennetze! Oh, er hat sich im Spinnennetz verfangen! Hör auf! Schau dir das an! Okay, er hat sich befreit, der Falter hängt im Spinnennetz. Ich dachte, ich hänge im Spinnennetz. Ich kann nicht glauben, dass ich hier gerade bin. Schau dir mal bitte das Loch an. Da überlasse ich dir jetzt aber mal den Vortritt. Wohin denn? Darüber. Das erste. Digga, ich war so verstört und verängstigt. Mal, dass du alleine in ein Loch vorstehst. Nee, bitte nicht. Du schaffst das. Hey Jungs, ich hab doch nicht mal Licht. Schau dir das an, da geht's doch nach hinten, oder? Ach du Scheiße, da geht's wirklich weiter. Da geht's weiter, gell? Ich hab so Angst. Ah, das könnte halt in dieses Tunnelsystem führen. Was denn für ein Tunnelsystem? Wir müssen wissen, was da hinten ist. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen das wissen. Komm. Wie sieht mein Arsch von hinten aus? Ah, der sieht sexy aus. Oh, ich hab Angst, was die Bilderbeute sind. Fass durch. Oh, jetzt, wo ich meinen Arsch aber mal selber von hinten sehe, giert. Ich glaube, wir müssen eine Planänderung machen. Ciao. Du legst dich jetzt hier seitlich auf den Fels und schiebst dich durch. Aha. Ich hab Angst. Du schaffst das, okay? So? Ja. Oh. Die Schulter nach vorne und du bist durch. Ja! Ist das krank? Ja! Ja, ein Stück noch! Komm! Alter, du bist durch! Bro, guckt euch. Ey, das ist so krank. Also wenn ihr es jetzt nochmal seht, Chat, jetzt nochmal Feedback von euch. Eins, wenn ihr sagen würdet, das ist schon krank. Ey, also wirklich, jetzt mal Spaß beiseite, Chat. Jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Bro, das war. Ey, das war. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass die mit mir so eine Scheiße machen wollen. Ich dachte, wir gehen entspannt irgendwo hin, ist ein bisschen gruselig, die machen Lost Place Action mit mir, wird okay. Ich hätte nie gedacht, dass wir sowas machen werden. Und Bro, ich musste hier rückwärts rein. Also da hätte ich auch mal easy stecken bleiben können. Das war irgendwo, und ihr müsst euch überlegen, als wir da an dem Loch waren, da waren wir ja schon 15, 20 Meter in diesem Steinbruch drin.
Also wir waren ja schon drin in diesem Berg. Und ich guck so nach oben und da sind irgendwelche verrosteten Stahlseile, irgendwelche Felsbrocken, die gefühlt jeden Moment verrutschen könnten. Das war ja schon krank für mich. Und dann musste ich da noch rein, rückwärts. Und da sage ich ganz ehrlich, Chat, ich hab's zwar gemacht, aber Re-Rap, da wollte ich echt abbrechen. Wirklich. Da wollte ich, also da war der Moment, wo ich in mir drin, meine Stimme in mir drin, hat mir gesagt, ey, das ist zu crazy. Mach das nicht. Das ist zu dumm. Das ist dumm. Du könntest hier drauf gehen, das ist zu krass, ich habe Angst, ich will das nicht. Ich sag den Jungs jetzt einfach, ey, bis hierhin war cool und macht ihr weiter, ich gehe schon mal raus. Ey, wirklich. Ich war mehrmals kurz davor zu sagen, Jungs, das ist zu krass für mich, ich mach das nicht. Und irgendwann hat mein Kopf dann einfach ausgeschaltet und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich mach's für euch, Chat. Ich gehe da jetzt rein. Und wenn ich drauf gehe, dann ist es gut so. Und dann kam der Moment, wo ich abgeschlossen habe in meinem Leben. Und ich weiß, es hört sich so an, als würde ich übertreiben, Chat, aber ich habe wirklich ab einem gewissen Punkt in diesem Loch habe ich meinem Leben abgeschlossen. Und ich war auch cool damit. Ich dachte mir dann irgendwann auch so, ey, es ist wie es ist. Wenn du jetzt drauf gehst, dann war es okay. Dann solltest du so drauf gehen. Versteht ihr, was ich meine? Und da bin ich reingegangen ins Loch, aber richtig, mit Anlauf. Das ist so krank. Du bist drinnen. Du bist drinnen. Und wie sieht's da aus? Ich komm gleich nach. Okay. Also das muss man hier schon mal erwähnen. Der Mochi schlägt sich hier wirklich wacker. Das muss ja mal ein YouTuber nachmachen. Hut ab! Eieiei. Bewegt die Steine nicht so viel, wenn das hier einschätzt, mal geh mal drauf beide. Und hier riecht's aber wirklich. Nach Pipi. Nach Pipi, aber warum? Ich weiß nicht. Wirklich nicht. Soll ich rein? Natürlich! Nee, Fredo, bitte nicht! Ich komm! Boah, das ist aber eng zu dritt hier. Ja, drin. Ja. Ach echt? Das ist eng hier, Fredo. Jo, ey, das sieht, also, ich weiß nicht, ob es denn echt schlimmer war oder auf der Kamera, ob es gleich rüberkommt, aber es ist schon eng. Oder, Chat, sieht das eng aus? Sieht das nach einem engen Loch aus? Ja, das ist schon sehr eng, Digga. Wir waren da schon tief drin im Loch. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wenn wir in so einen engen Schlitz reinklettern. Also wenn das hier keine Bonding-Experience ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, ich bin drinnen. Was ist denn Bonding? Ja, wir lernen uns hier gerade gemütlich kennen. Checkt ihr eigentlich, dass ich mit meinem Leben abgeschlossen habe? Ich meine es ernst, ich sitze hier gerade und wenn jetzt der Stein hier auf meinen Kopf drauf rutscht, ist es okay. Geht's hinter dir weiter, Mochi? Nee. Da unten geht's halt weiter. Schau mal nach hinten. Geht's auch nicht weiter. Geht's bei dir echt? Nee, da geht's weiter. Da geht's nicht weiter. Mochi, da geht's weiter. Da geht gar nichts weiter. Der will uns hier in der Falle locken. Schaut sich das an, da geht's doch wirklich weiter. Bro, guck mal, wie eng das ist. Oh, das ist ja richtig cool. Ja, Mochi. Ich bin hier nicht in Lebensgefahr, oder? Nein. Nein. Schwört? Wir schwören. Ey, wenn ich hier drauf gehe, ihr seid schuld, das wisst ihr, oder? Mochi? Ey, und jetzt noch mal eine kurze Side-Info-Chat. Dominik hat ja an einem Punkt gesagt, hier riecht's nach Pipi, okay? Und das hat er auch ernst gemeint. Da hat's wirklich nach Pipi gerochen. Und ich glaube, das haben die jetzt rausgeschnitten, Chat, weil als er gesagt hat, ey, hier riecht's nach Pipi, war der andere Guy, Paddy heißt er, glaube ich, Paddy vom Anfang, die vierte Person, die dabei war, hat dann auf einmal gesagt, was? Pipi? Das ist gar nicht gut. Und ist auf einmal rausgegangen. Ist auf einmal, hat sich umgedreht und hat gesagt, ey Jungs, ich war draußen auf euch. Junge, und ich habe als erstes gedacht, weil es da nach Pipi riecht, dass da ein Bär drin ist. Versteht ihr, wie ich meine? Ich dachte wegen Pipi, dass da vielleicht eine Bärenfamilie drin ist und ich von einem scheiß Bär aufgefressen werde. Das war mein erster Gedanke. Und dann drehe ich mich um zu den Jungs und sage, ey Digga, wieso geht denn der jetzt da raus? Warum kommt der jetzt nicht mit rein? Und dann die so, ach na, das sind nur vielleicht irgendwelche Gase, die ausgetreten sind. Das ist aber nicht so schlimm. Und dann der Typ von hinten wieder, da doch Jungs, das kann schon wirklich, da kann Giftgas drin sein, da könnt ihr sterben. Wenn ihr 0,1 Nanogramm einatmet, da könnt ihr drauf gehen. Ich guck die Jungs wieder an, ich so, ey, da wollt ihr mich komplett verarschen. Die so, ach komm Mochi, lass uns nochmal nein ins Loch, lass uns ein bisschen reinschlupfen, oder? Leck mich am Arsch. Das haben die rausgenommen. Ja. Digga. Wow. Klingelschuhe. Klingelt hier gerade ein Handy? Du gehst hier nicht drauf. Du versprichst mir, ich oder? Ich versprich's dir. Ich mach das hier nur für einen, okay? Für meinen Chat. Wie könnt ihr nach dem Video noch gemein zu mir sein, Chat? Hä? Ich hab euch sogar gegrüßt im Video. Ich hab's nur für euch gemacht, ehrlich. Ich hab den Scheiß für euch gemacht. Dummer Vollidiot. Würde ich nie wieder machen. War einmal cool, aber nie wieder. Für euch. Schön, oh Gott, schön festhalten. Drück dich rein. Okay, hab's. Perfekt. Ja. Oh, ist das krank. Oh. Ist das krank, Mann? Ist das krank? Was mache ich hier gerade? Alter, wir sind richtig tief drinnen. Ihr seht hier gut, dass wirklich alles verbrochen ist. Okay, da oben geht's nicht weiter. Okay, da unten geht's ein Stück weiter, aber ich sehe da dann ein Ende. Oh ja! Ich
Da ist ein Ende, oder? Ja, leider. Ja! Yeah! Ich meine, wir, wir könnten uns runterziehen, aber ich glaube, da geht's nicht weiter. Wer ist für raus? Komm. Rückzug. Ich bin echt traurig, dass es hier nicht weitergeht. Ey, wirklich, ich war so glücklich, dass es da nicht weiterging. Die ganze Zeit, als ich da so auf dem Boden langgekrochen bin, ich habe einfach nur gebetet, dass da jetzt gleich ein Ende kommt und die Jungs sagen, scheiße, hier geht's nicht weiter, lass uns rausgehen wieder. Und das war so ein schöner Moment, als Dominik gesagt hat, ey, hier geht's nicht weiter, wir müssen raus. Oh, geil. Gerade, ganz ehrlich. Also ich hätte mir so gewünscht, dass wir es noch ein bisschen tiefer in den engen Spalt hier reinkriechen können, aber keine Sorge, da kommt noch was. Alter. Junge, ich merke gerade, wie ich lebe, Jungs, ehrlich. Ich bin am Leben. Geil. Keine Panik bekommen, wenn du steckst. Ja. Also ist normal, dass man mal stecken bleibt, sagt ihr? Ja, ja. Aber dann darf man keine Panik bekommen. Ja, ich häng, glaube ich. Ja, ja, du machst das gut. Alter. Bro, das ist so eng gewesen. Ja. Ja, das ist es. Komm, Oje. Oh, ich bin raus. Yes. Ja. Geil. Und er ist draußen. Hier in seiner Oberfläche, Leute. Hat Fredo geschrieben, Chat? Ist es der echte Fredo? Fredo-Ruthless? Fredo schreibt, ich wollte dich nur noch mal fragen, wie schaut es mit dem Videomaterial aus, wo wir uns geküsst haben? Soll ich das auch noch hochladen oder sollte das lieber keiner sehen? hochladen würde ich es nicht, Fredo, aber du kannst es mir sehr gerne schicken bei WhatsApp. Damit ich was für später habe, wenn ich im Bett liege. Liebe Grüße. Elegant. Ich bin am Leben. Ja. Ich bin am Leben. Ich hab's geschafft. Ich lebe noch. Das war das Krankeste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich weiß, für euch war das ein Klacks. Das war nicht schwer und so. Wahrscheinlich für die Outdoor-Survival-Zuschauer auch. Aber für mich war das gerade wirklich lebensgefährlich. Super gemacht, Mochi. Dreh ich mal um. Alter, genau so. Ja. Yeah. Oben bis unten die Bremsspur. Der lässt ihn auch vollkommen dreckig. Ah, ey, übrigens. Weh in den Chat. Die beiden haben einfach extra was von Left Lane angezogen. So süß, Digga. Einfach beide in Left Lane Basics unterwegs gewesen. Aber das ist es noch nicht, Bro. Wir müssen diesen Rüstungsbunker finden. Das sind hier nur Überbleibsel. Wir müssen weitersuchen. Auf zu den Relikten. Oh, schön. Schön. Die Sonne. Alter Scholli. Was ist das für ein gigantischer Prachtbogen da drüben? Jetzt schaut euch das mal an. Das ist doch einfach nur ein gigantisches, kolossales Ding. Das ist tatsächlich einer von den Bögen von diesem riesigen Rüstungsbunker. Und unter dem Teil hier soll jetzt ein Tunnel liegen. Ich würde sagen, wir klettern einfach mal schön auf den Bogen rauf und verschaffen uns einen Überblick. Habt ihr den gesehen? Guck mal nochmal hin. Wie eine Gazelle bin ich da drüber gesprungen. Bogen rauf und verschaffen uns einen Überblick. Elegant. Das ist ja der Bogen. Da geht's wirklich schön rauf. So massiv, dieses Ding. Was ist das für eine Aussicht? Perfektes Wetter sogar noch erwischt. Wir stehen hier gerade wirklich auf der Decke von diesem massiven Rüstungsbunker. Und von diesen Bögen gab es hier jetzt insgesamt 6 Stück, die bis hier nach hinten gingen. Und das war quasi dieser ganze Bunker. Guck mal, das ist ungefähr die Höhe, wo ich vorhin runtergeklettert bin. Könnte man gut vergleichen, so. Ist eine ähnliche Höhe gewesen. Und hier unter uns sollen ebenfalls noch Gänge sein. Nichts mehr übrig davon, alles gesprengt. Wir müssen hier mal... Da habe ich dann auch noch mal einen Backflip runter gemacht, da haben die aber leider die Kamera nicht angehabt. Da dachte ich mir so, ey Jungs, ihr macht doch immer Parcours und so Stunts. Ich zeige euch jetzt mal, was ich kann. Und dann habe ich dann Double Backflip runter gemacht. Habe ich abgerollt mit einer Spider-Man-Rolle und haben die leider jetzt nicht im Video mit drin. Die Drohne fliegen lassen, weil das Ding sieht wirklich geisteskrank aus. Klar doch, komm, hol den Albatros raus und dann aber in die Lüfte. Komm gleich hoch mit dem Ding. Majestätisch. War auch ein romantischer Moment. Ah, für die Drohnenshots haben wir auch extra nochmal Kulu angerufen. Der ist dann auch mal kurz vorbeigekommen, spontan, mit seiner Drohne. Und hat die ausgepackt.
damit wir auch ein paar geile Drohnenshots mit drin haben. Ich meinte zu den Jungs so, ey, warte mal, lass die Drohne stecken. Ich habe da einen Drohnenpilot auf meiner Anruferliste. Ist er vorbeigekommen. So, also die Drohnenaufnahme hat ja mal besonders gescheppert. Das Ding schaut richtig mächtig aus von oben. Ja, ich glaube, es muss jetzt unterirdisch schön in diesen Tunnel gehen. Los geht's. Schau dir das an, komplett verbrochen. Boah. Hier soll ja wirklich mal eine Fliegerbombe eingestürzt sein. Da drüben in dem Waldstück waren wir auf jeden Fall noch nicht. Der Tunnel soll ja hier irgendwie durchgegangen sein. Vielleicht finden wir da einen Einstieg. Aber es muss ja auf jeden Fall mal runtergehen. Und da habe ich schon den optimalen Weg gesehen. Und zwar schön von hier im Schwerkraftaufzug auf den Fels da unten. Und das war so krank, Chat. In echt. Also wirklich. Ich denke, man sieht es jetzt gleich im Video auch nicht so, wie es in echt war. Bro, das war so heftig. Also, ihr werdet gleich sehen, was er macht. Ich sag dann auch gleich nochmal was dazu. Das war wirklich, also, krank. Richtig, richtig krank. Das sollte machbar sein. Gleich rein. Du wirkst in dem Video voll klein. Junge, ich war fast so groß wie Fredo, du Idiot. Wo sehe ich denn da klein aus? Ich war größer als Fredo, jetzt ist raus. Ein Kopf Minimum, halben Kopf. Wollen wir nicht übertreiben. Ich sehe doch da nicht klein aus, Chat, oder? Doch? Da. Alter Schwede, der Sprung hier ist wirklich massivst. Aber der Domi hat gerade gemeint, dass er sich da einfach reinjagen will. Alter Bro, der ist schon scary, das ist viel Drop. Aber ich habe mir jetzt genau angeschaut, die Landefläche wurde auch gerade gecheckt. Das Ding ist einfach nur wirklich hoch, aber der funktioniert aus dem Grund. Left Lane Zipper jetzt mal aus und dann aber rüber. Ja Bro, du hast ihn. Einmal kurzer Check noch, wie das Legenden, einfach wirklich, beide Legenden aussieht. Also Bro, guck mal Chat, wie tief ist es? Also Minimum 10. Minimum 10 Meter. 6 Meter? Nee, auf jeden Fall nicht. Nee. Also das waren locker 10, Chat, wirklich. Es kommt auf der Kamera auch nicht so rüber, ich bin ehrlich. Aber das war super tief. Das war wirklich super, super, super tief, Chat. Von diesem Trümmer jetzt quasi darüber, das ist ja massiv. Und das war auch ultra weit. Also von da, wo er steht, bis zu diesem Felsstück, Bro, das waren auch locker 4-5 Meter. Das ist der Drop, aber ich fühle den. Da geht's jetzt direkt rein, los geht's. Ah, das ist richtig scary. Es ist richtig viel Impact und bei der Landung darf man auf jeden Fall nicht runterfliegen danach. Einfach rein da jetzt. Los geht's. Das ist wirklich krass, Chat. Auf der Kamera sieht das nicht ansatzweise so hoch aus. Geht. Geil. Co. Eins. Und. Go. Wow. Guck mal, hier sieht man es ein bisschen besser. Also hier sieht man den Boden gar nicht. Aber von hier oben bis zum Boden locker 10 Meter. Locker, locker, locker. Alter, wow. Junge! Oh Mann, war das krank! War das der allerbesten? Ja, war wirklich geisteskrank. Boah, war das eine Flugphase? Aber hat Bock gemacht. Mochi, da sehe ich dich aber direkt nachsegeln. Ich habe einen ganz wichtigen Termin jetzt auch gerade, ja? Ich muss los. Wir hängen dich an die Safety-Leiter und da geht's darüber. Ja, ihr wisst es ja, ein Parkour-Jump bei einem Lost Place, das fühlt sich wirklich. Für kleine Menschen ist selbst ein Stuhl hoch. Ey, Chat, eins, wenn ihr sagt, ich übertreibe mit den ganzen Höhen, das fuckt mich richtig ab. Das ist wirklich, das ist so traurig. Also schau mal auf mich, Chat, aber. Es regt mich richtig auf, dass der Sprung jetzt von Dominik nicht so rüberkommt, wie es in echt war. Weil das war in echt, das war so heftig. Das war so heftig. Das hätte auch kein Mensch von euch gemacht im Leben nicht. Niemals. Nicht mal für viel Geld wärt ihr da hingesprungen, Chat. Wirklich nicht. Das war super hoch und super weit. Und auch voll sketchy hier mit diesem kleinen Fels, wo der drauf gesprungen ist. Das war wirklich krasse Scheiße. Immer geil an. Ich befinde mich direkt jetzt an so einem fetten Trümmerstück. Da diese kolossale Halle, also das sieht ja wirklich nur mächtig aus. Für die Jungs geht es jetzt hier schön über den etwas zivilisierteren Weg auf die andere Seite. Aber der hat es auf jeden Fall auch noch in sich. Das ist stabil. Ach, das war auch krank. Das ist stabil. Und ich weiß jetzt schon, werdet alle wieder sagen, oh, übertreibt doch nicht. Spiel. Das ist ganz entspannt. Da wird schon diskutiert, aber die Männers haben das. Das ist hier. Das ist stabil. Das hält bombenfest. Das ist nämlich ganz schön wackelig hier. Und da auch, Chat, da ging es unter mir, ich hoffe, das zeigen die gleich noch, auch richtig tief runter. Oh Gott. Oh. Ja, ja, ja. Und runter. Oh.
Ja. 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 Easy. Perfekt. Geil. Jungs, das war ein Scheiß, das war gar drüben. Nichts für mich. Das sah jetzt vielleicht nicht so wild aus, aber hier geht's halt wirklich... Ja, guck mal da runter, Chad. Verdammt nochmal. Direkt 4 Meter runter, da will man nicht fallen. Jetzt schön hier auf Bodenlevel und dann in den Tunnel. Okay. Massiv dieses Ding. Das sind hier locker 14, 15 Meter, die es hier rauf geht. Was man hier auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, dass das Ganze hier tatsächlich von Zwangsarbeitern errichtet wurde. Also das Ding hat auf jeden Fall eine traurige Geschichte. Also es sind auf jeden Fall 5000 Menschen gestorben bei dem. Also das ist wirklich jetzt ein Platz, wo man wirklich respektvoll behandeln sollte. Mhm. Ja, also auf jeden Fall eine sehr traurige Geschichte. Ja. Wo ist das Ding? Und Mochi, wie ist die Mission bis jetzt so? Richtig schön eigentlich, muss ich sagen. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so anstrengend wird. Ich hätte euch nicht zugetraut, dass ihr mir so schwere Aufgaben hier gibt. Also es waren ja mindestens 4 Near-Death-Experience, die ich jetzt hier hatte. Danach bist du auf jeden Fall vom Praktikant zum Roofless. Ausgelernt. Ausgelernt, ja. Kannst du so eine Elfenmusik einblenden und ich hopp's hier so ein bisschen durch den Wald? Ja, komm. Roofless-Meisterprüfung absolviert. Da schaut euch mal die Flora und Fauna hier an. Bist du deppert. Das sind aber auch überall Löcher. Ja, irgendwo muss es da reingehen. Überall die Dinger schon wieder. Ey, und da, als sie schon wieder gesagt haben, hier sind überall Löcher, da dachte ich auch wieder kurz, die wollen jetzt in so ein Loch rein. Da dachte ich wieder so, ich habe direkt irgendwie PTSD bekommen vom letzten Loch. Ich dachte wirklich so, oh nee, nicht schon wieder. Und dann habe ich die Löcher da im Boden gesehen. Die waren zwar viel zu klein, aber mein Gehirn hat das nicht verarbeiten können. Ich war im Kopf so, oh nein, die wollen da bestimmt gleich wieder reinklüpfen. Die sagen, komm, Mochi, geh zuerst. Du zuerst mit der Taschenlampe. Da das nächste Loch. Da ist aber Boden. Und das sieht wirklich aus, als wäre ein Hohlraum. Das ist unter uns durchlöchert, eindeutig. Das heißt, wir müssen da jetzt nur... Warum hast du eigentlich eine GoPro auf? Chat, ich habe tatsächlich auch für mich ein Video gefilmt, was aber erst im Januar kommen wird. Hey, ich werde einfach knallhart im Januar ankommen mit dem Video. Also bei mir dauert es so ein bisschen. Aber könnt ihr mir den Gefallen tun, Chat? Könnt ihr, wenn ihr mein Video dann guckt, könnt ihr das so tun, als würdet ihr noch nicht wissen, was da alles passiert? Hä, wieso? Ja, weil jetzt gerade die Ägypten-Pyramiden-Tour läuft, Chat. Und das wird jetzt nicht so reinpassen. Und deswegen kommt es bei mir erst später. Ich habe den Jungs gesagt, ey, richtet euch nicht an mir. Ladet das Video hoch, wann ihr wollt. Ich lade es einfach später hoch. Und ja, so mache ich es jetzt halt auch, ja. Also damit müsst ihr leider leben, Chat. Kommt dann eben. Aber ist eh, also bis Januar ist noch Zeit. Bis dahin habt ihr sowieso vergessen, was da alles passiert. Dann passt es schon. Irgendwo einen Eingang finden. Okay, das sieht auf jeden Fall nach Tunnel aus. Das ist auf jeden Fall der Eingang. Direkt hier die Betonelemente und da geht's runter. Boah, geht's aber wirklich nach hinten, leuchte mal rein. Boah, das ist es. Geil. Unser Einstieg. Das ist ja wieder so ein enger Scheiß. Ja, klar doch. Maske auf, Abstieg. Bin bereit. Los geht's. Oh. Alter, sieht das professionell aus. Alter, was ist das denn hier für ein Glitch in der Map? Junge! Oh. Achtung, Bahnfahrer, Männers! Ja. Oh. Oh. Yes! Und wir sind drinnen. Nein, jetzt geht's los. Und hier wirklich eine massive Halle. Schaut euch mal diese Stahlbetonelemente an. Und man sieht hier echt schon komplett verrostete Relikte an der Decke. Das ist der Teil vom Kiesentnahmetunnel. Wurde Kies abgebaut und durch diese Schächte runtergeworfen. Zugschienen waren da drunter. Und die haben das dann sofort in den Bogen transportiert, damit das Teil innerhalb von weniger Monaten fertiggestellt wird. Oh, ist das wild. Boah, das ist wirklich ein richtiger Tunnel jetzt. Bevor sie gleich reingeht in die absolute... Haben die drei nicht gemobbt? Jetzt sehe ich da so aus, als hätte man mich da mobben können oder was? Guckt euch mal, guckt mal hin. 1,90 groß, breit, ein starrer Blick nach vorne, motiviert. Ich wusste ganz genau, was ich da tue. Ich würde auch sagen, ich war so ein bisschen das Alpha-Male in der Konstellation, in der Gruppe. Nee, Digga, natürlich haben die mich nicht gemobbt. Warum sollen die mich denn jetzt auch mobben? Der Finsternis, einmal den Lumen Lambo anwerfen.
Alter Scholli! Das ist der Eingang zu der anderen Welt, halt mal! Schaut euch den Gang an, der ist ja wirklich direkt aus dem Urbex Magazin. Was für ein Prachtstück. Ich geh vor, Jungs, ja? Ja. Boah, überall die Delikte am Boden. Alter. Latschu! Wer kommt hier hin und wirft das weg? Keine Ahnung. Boah, ist das komplett weggerostet. Die sind Teil von einem Filter aus oder so, schon? Oder so eine Radkappe. Teil von einem Fahrrad, glaube ich, aber da ist ein Fahrradsattel. Da ist nur Müll hier drinnen. Da ist aber nichts steinalt hier, das gibt's doch nicht. Scheint so, als wären wir hier in einer unterirdischen Müllhalde gelandet. Viele Schuhe hier. Boah, wirklich viele Schuhe. Aber immer nur einer, da sieht man nie zwei gleiche, gell? Ja. Seltsam. Aber da hinten sehe ich auf jeden Fall wieder ein enges Loch. Ich kann nicht mehr, wirklich. Es ist auch wirklich egal, wo man mit euch hingeht. Überall seht ihr irgendwelche Löcher, wo ihr reinschlüpfen wollt. Fetisch ist das fast schon bei euch. Ich fühle mich gerade wie Indiana Jones. Steinalt, Dominik, oder? Alles steinalt. Steinalte Relikte. Überall. Aber da ist das Ding, was uns eigentlich interessiert. Und zwar das enge Loch am Ende des Tunnels. Okay. Bitte, dass da nicht weitergeht. Na klar. Mochi, willst du da nicht vorgehen? Das wäre doch ein schöner Abschluss. Du hier im Alleingang an der Spitze durchs Loch. Nee, nee, geh du ruhig vor. Okay. Ja, mach du. Ich komm dir nach. Was ist da? Das ist doch hier wieder so Satanisten-Scheiß. Ah, das ist doch romantisch, oder? Komm. Meine. Bro, ey, da waren, Digga, da waren wirklich Kerzen drin. Da waren so Teelichter drin. Das heißt, da ist irgendein krankes Arschloch runtergekrabbelt in dieses Loch und hat sich da ein paar Kerzen angezündet. Und du machst sie gemütlich. Das sind wirklich Kerzen. Ist das abgepackt? Wer stellt denn hier Kerzen hin? Guck mal, hier rechts sind Kerzen. Kerzen? Ah ja. Digga, wer von euch war das, Chat? Wer von euch ist da vor mir reingekrabbelt, weil er wusste, ich gehe da rein und hat da Kerzen angemacht, um mir Angst zu machen? Was eine kranke Scheiße. Wer geht da rein und zündet sich Kerzen an? Ich versteh's bis heute nicht. Ja, romantisch. Also das ist krank, ehrlich. Wie jetzt mal ernste Frage. Wer kommt hier runter und zündet sich ein paar Teelichter an? Vielleicht hat der... Ich find's auch wirklich, Chat, könnt ihr glauben, dass ich da drin bin? Guckt euch das an, das bin ich. Das bin ich. Das da links im Bild bin ich. Ich bin in dem Roofless-Video-Chat. Eigentlich jetzt auch alles in dem durchgespielt, was ich jemals durchspielen wollte. Ich bin einfach drin. Jetzt mal ganz ehrlich. Eins, wenn ihr dachtet, ich kneif und gehe nicht mit rein mit den Jungs. Zwei, wenn ihr gesagt hättet, ja, der macht's. Ganz ehrlich, Chat. Ist alles AI generiert. Ja, da sind einige dabei, die gesagt hätten, die dachten, ich mach's nicht. Ja. Das ist crazy, Mann. Das ist wirklich ein besonderer Moment, Chat. Jemand ein Date oder sowas? Eieiei. Leute, soll ich euch den Raum hier drinnen vorheizen? Komm rein mit dir. Oh, Alter, du hast mich Fredo hat mir ins Gesicht gefurzt, Chat. Fredo hat mir ins Gesicht gefurzt. Das ist wirklich, das kannst du keinem erzählen. Alles erreicht. Erleben, durchgespielt mit Cheatcodes. Bist du dabei? Also jetzt wird's ja echt romantisch. Das ist der Moment, wo ihr euch küssen könnt. Das ist schon romantisch jetzt hier gerade, ja? Das stimmt, ja. Okay, stopp! Lass uns lieber in enge Löcher weiter reinkommen. Eigentlich hat es mir gefallen, ich wollte weitermachen, aber ich wusste, die Kameras laufen, also konnte ich nicht mein Gefühl frei laufen lassen. Das sieht aber nicht gut aus. Erstens hängst du deinem riesigen Spinnennetz. Oh, das ist eine fette Spinne über dir links. Wirklich? Boah! Leute, das ist komplett verschüttet hier. Da geht's nicht weiter. Das ist echt schade, dass da nicht weitergeht. Ja, das ist halt echt schade. Wirklich? Ah, das gibt's doch nicht. Das kann echt sein, dass es hier eigentlich weitergehen würde und es da in den Teil gehen würde, wo diese Kampfstoffe einbetoniert wurden. Und jetzt ist hier echt eine Sackgasse. Alles zugemacht. Das kann doch nicht wahr sein. So kurz vorm Ziel und dann ist hier Endstation. Oh. Rückzug. Das war der Tunnel. Es ist leider nicht mehr so viel übrig, aber schon beeindruckend. Ja, schade. Wir werden uns hier jetzt echt noch umschauen, weil wir wollen diesen Gang finden. Aber bis jetzt sind hier nur Trümmer und dieses kleine Überbleibsel, was aber schon komplett vermüllt wurde. Was will man machen? Ah, es gibt leider eine traurige Nachricht. Ich würde jetzt wirklich gerne noch in die nächste Spalte mit euch rein, aber ich habe wirklich auch mein Essen steht auf dem Herd, ist mir gerade eingefallen. Ich muss jetzt leider wirklich los, aber es war ultra geil, Alter.
Also hat wirklich Bock gemacht. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so krank mache. Ja. An der Stelle wirklich riesen Respekt. Also das war schon wirklich eine Meisterleistung. Chat, ich musste wirklich los. Vor allem, ihr habt gar keine Ahnung, wie lange wir da rumgekrabbelt sind. Wir waren locker 3 Stunden oder so unterwegs. Ich dachte, das wird so ein Stündchen oder so. 3 Stunden sind wir da rumgelaufen. Ich muss wirklich los. Ich konnte leider nicht mehr bleiben. Rüstung hier. Vielen Dank. Aber ich bin gespannt. Also die Mission geht ja anscheinend noch weiter. Ich bin gespannt, was sie da noch, jetzt gleich erlebt haben ohne mich. Boah, ich verabschiede mich. Na gut, Fredo. Bis bald. Du riechst aber auch gut, ehrlich. mein Lieber. War wirklich sehr, sehr geil. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Hat Bock gemacht, extrem. Und ich muss auch wirklich sagen, Respekt vor der Scheiße, ihr macht. Ich jetzt so selber dabei war, ist noch... Kommt der Zipper. Ey, das ist eigentlich der Zipper, League Chat. Das ist der Zipper, der am Black Friday kommt. Einfach Zipper geleakt. Der wurde noch gar nicht gezeigt. Jetzt einfach im Roofless-Video, da habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Naja, der kommt am Black Friday. Mal ein anderes Level. Geil. Und ihr sagt ja, das war heute nicht schlimm. Das war ja nur so eine 4 von 10, habt ihr gemeint, gell? Krank. Aber ich würde sagen, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Mal wird's richtig wild. Ja, ohne mich meinst du jetzt? Warum lach dich? Ich meine das alles ernst. Ich hab dich nicht gesehen, meine Brille beschlagen. Tut mir leid. Wiedersehen. Ciao. Alter, das war ja wild. Der Stelle, also der Mochi hat sich wirklich wacker geschlagen. Das hätte ich mir nicht. Ich sehe aus, als würde ich da Klopapier hinter mir herziehen. Verdammt nochmal. Ich gedacht. Ciao, Mochi. Es muss hier natürlich noch weitergehen. Für uns geht's jetzt direkt in die. Hä? Was jetzt? Video tot ohne mich. Ohne mich geht's nicht weiter, Chat. Das Video ist am Arsch. jetzt. Okay, geht doch weiter. Nächste Spalte und ja, hoffentlich finden wir diesen Tunnel noch. Schaut euch das an. Das sieht wirklich aus wie 2 riesige Bombentrichter. Also soweit wir wissen, wurden dann hier die ganzen Granaten bei der Räumungsaktion reingeworfen und dann einfach hier in die Höhe gejagt. Aber das ist exakt, die Ladung war da anscheinend nicht stark genug. Also erst am Anfang war eine große Explosion, ein Kriegsende. Und da haben dann die Granaten durch den Wald verteilt worden. Und dann ist eben ein Kampfmittelräumdienst gekommen, ja, wo das Gelände sondiert hat. Und dieser hat hier dann in den Trichter die Granaten, die irgendwie muss ich sagen, das Video ist auf einmal viel besser geworden, Chat, oder? Spürt ihr das auch? Wo im Wald gefunden worden und alle vernichtet. Auf einmal so entspannt, keine nervige Stimme, die da rumschreit und so. Voll der gute Vibe auch auf einmal irgendwie im Video. Und gesprengt. Mhm. Also hier wurden dann wirklich Granaten eingeworfen und dann vom Kampfmittelräumdienst hier in die Luft gejagt. Ja. Schon wild, diese Trichter. Ja. Die sind echt groß. Aber noch immer kein Tunnel. Weiter geht's. Ja. Da unten ist schön noch eine Spalte und da hinten geht es irgendwo rein, da bei diesem Motorblock, der da in der Luft hängt, da könnte es vielleicht noch... What the fuck, da hängt ein Motorblock in der Luft? Irgendwo hingehen. Wer zum Fick hat da seinen Motorblock weggeschmissen? Yes. Alter. Stark. Und, wie sieht's da aus? Ja, Männers. Wie geht's weiter? Da müssen wir rein. Ich sehe da auf jeden Fall irgendwelche Stahlschütten, die von der Decke hängen. Das sieht aus wie dieser Tunnel von vorhin. Wirklich? Nur komplett eingestürzt, aber die Decke wird da hinten auf jeden Fall höher. Wir müssen da rein. Ja, ohne Boah, zum Glück bin ich abgehauen. Zum Glück bin ich abgehauen, Chat, ehrlich. Da wäre ich nicht mehr rausgekommen. Da wäre Ende gewesen. Da wäre ich bis heute noch drin gesessen, Chat. Da hätte ich meine Eltern angerufen und hätte gesagt, ey, Mama, Papa, bring mir bitte mein Streaming-Setup vorbei, ich bleib hier drin. Ab jetzt von unten streamen, vom Spalt. Yes. Komm, Mann. Alter Schwede. Das musste jetzt hier nicht sein. Schön auf engstem Raum lässt er deinen rauszwitschern, wo ich direkt bei der Schleuse sitze. Boah. Die sind gerade wirklich unter einem von diesen Bögen, der gesprengt wurde. Und da sieht man noch so eine Schütte, die gab es im vorigen Tunnel auch. Boah, da geht's aber nach hinten. Boah, da sind noch die Rundelemente. Das ist ein Gang. Das sieht aus wie wieder so eine Schütte. Oh, das gibt's doch nicht. Da geht's um die Ecke. Wirklich? Ja. Oh. Oh. Ja, das sind die Überbleibsel von dem Ding da. Da hinten geht's, glaube ich, wieder weiter.
Hättest du das mitgemacht? Ja, natürlich. Natürlich hätte ich es mitgemacht. Da alles gemacht. Natürlich wäre ich da reingegangen. Nee, aber mal ehrlich, also findet ihr das Loch schlimmer oder das Loch, wo ich mit drin war? Ich finde, das sieht entspannter aus, weil da ein bisschen mehr Platz drin ist. Oh, da was zum Henker ist das für ein Loch? Ihr sagt, das ist schlimmer? Es war so klar. So klar. Eins, wer sagt, ach, das Loch, wo du drin warst, war doch gar nicht so wild, stell dich nicht so an. Und das ist nämlich das richtige Loch. Wenn du da reingegangen wärst, dann würden wir dich respektieren. Dann wärst du ein wirklicher Macher. Aber da du jetzt abgehauen bist davor, bist immer noch ein Volltrottel. Ja, war klar, Chat. Das war klar. Na klar, klar. Das gibt's doch nicht. Boah, okay. Ich häng. Peter, ich häng. Wirklich? Ich häng wirklich fest. Peter, du musst mir jetzt raushelfen, ich krieg da echt gleich Panik. Okay. Oh, zum Glück bin ich abgehauen, verdammte Scheiße. Okay, keine Angst, bleib ruhig. Okay. Ah. Ja, du hast es. Fedo, keine Chance. Man müsste hier echt diese Metallstreben wegbiegen, aber die blockieren da komplett. Also die Hüfte ist da wirklich eingespannt. Ja. Das ist es nicht. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass da unten jetzt ein Gang kommt. Wir müssen noch in die andere Richtung, aber der ist es nicht. Oh mein Gott, ist das eng. Ich will hier nur noch raus. Komm, Abflug. Ja. Zurück wieder in die Haupthalle. Da geht's noch lang. Der letzte Gang für heute. Wenn es da nicht weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Na, nix. Zu. Da gehen nur noch die Streben entlang. Kein riesiger Tunnel. Schade. Aber ich muss euch ehrlich sagen, wir sind komplett am Ende. Oh, da ist eine Münze. Was? Da ist eine Münze. Eine Münze, oder wie? Keine Geheimkammer, aber eine Münze. Die ist da gerade rumgelegen. Bro, das könnte ein Reichspfennig sein. Weil man sieht da ein bisschen was durch. Also da ist irgendein Kreis. Das ist ein Zehner. Das ist ein Zehner. Ah, ja, 0 und 10. 1. Das könnte einer sein. Ah, ich glaube, das ist safe einer. Das ist ein Relikt. Wir haben es geschafft. Schau, da unten geil. Ist das Hakenkreuz hier. Ja, Distanz. Das ist eindeutig ein Reichsmark. Ja, ich würde sagen, wir haben unser Soll erfüllt. Tatsächlich noch ein Relikt hier gefunden. Ja, das war erfolgreich. Ich war auch dabei. Durch das Roofless-Aufnahmeverfahren gejagt. Ich glaube, jetzt können wir hier guten Gewissen rausgehen. Wir sind beide komplett erledigt. Ich glaube, man sieht es uns auch an. Also, Location wirklich 1A. Den Gang leider nicht gefunden, aber was soll's. Ich würde sagen, jetzt aber wirklich zum Auto. Abflug. Ja, komm raus hier wirklich. So Leute, wir haben es endlich wieder zu den Autos geschafft. Also die Mission war ja wirklich mal geisteskrank anstrengend. Wirklich durch jedes Loch gezwängt, aber einfach nur Bock gemacht. Richtig krank. In dem Sinne natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. An der Stelle noch riesen Shoutout an den Mochi und an den Paddy. Also das war wirklich eine Mission vom Feinsten. Hat richtig Bock gemacht. Die beiden haben einen YouTube-Channel, der ist hier unten verlinkt. Da bin ich unten! Auf jeden Fall abchecken, Like, Kommi, Abo dalassen. In dem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Action. Ich kann das immer noch nicht glauben, Digga. Das war das Video-Chat mit Roofless zusammen. Völlig. Was ist das denn für ein scheiß Bild hier schon wieder von mir? Ist das denn schon wieder für ein scheiß Bild? So habe ich doch nicht wirklich geguckt. Ist doch Photoshop, oder nicht? Ey, Chat, wir sind einfach durch. Weh in den Chat für Roofless. An der Stelle auch nochmal zusammenfassend gesagt, Chat. Das war für mich eine der verrücktesten Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber auch wirklich eine der schönsten Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ganz viel Liebe an Roofless, auch in Echt-Chat. Ich habe die beiden ja jetzt wirklich in echt getroffen. Ultra nette Jungs, wirklich ganz viel Liebe. Ja, einfach super korrekte, super, super korrekte Jungs. Und ja, das war's Video-Chat. Wie fandet ihr es? Hat's euch gefallen, Chat? Hattet ihr Spaß bei dem Video? Fandet ihr es gut? Ja? Ja. Da seid ihr aber auch die Einzigen. Denn die Kommentare von diesem Video. Oh! Bro, ich wurde da so weggeflamed. Also, Digga, ich bin. Gestern ist das Video online gekommen, okay?
Und ich habe das Video nicht angeschaut, ich habe draufgeklickt und ich habe so ein bisschen durch die Kommentare durchgescrollt, okay? Junge, ich wurde da so weggehatet. Leck mir die Eier. Ich dachte, also als erstes dachte ich, als ich die Kommentare gesehen habe, das sind Bots. Ich dachte mir, das ist ein Bot-Angriff. Was habe ich denn da in dem Video gemacht? Wieso sind die ganzen Kommentare so schlimm? Und dann ist mir bewusst geworden, das sind keine Bots. Das waren echte Menschen. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal einmal ganz kurz in die Kommentare rein, weil das wirklich lustig ist, Digga. Also ich hab schon ein bisschen geschmunzelt, bin ich ehrlich. Wir gehen in die Kommentare rein, okay? Wir gucken mal, ob ich ein paar finde. Also. wie geil ist das denn? Okay, Moji wirkt original wie das Kind, das mit dem Bus für besondere Kinder angereist ist. Jetzt sehe ich hier keine negativen Kommentare mehr. Ey, da waren so viele, Chat. Wo sind die negativen Kommentare? Ich will jetzt die negativen Kommentare sehen. Junge, wo sind denn jetzt die negativen Kommentare hin? Eins, wer die auch gesehen hat. Da war alles voll mit denen. Da war alles voll. Da waren nur negative Kommentare. Sie haben alle geschrieben, der Typ mit der Maske nervt. Bitte nie wieder mit dem Typen. Raus mit dem. Wo sind denn die hin, Chat? Denke, die meisten, die nervig und das nächste Mal ohne Maskenmann und Co. verstehen einfach nicht, wie Mochi ist. Ich fand's mega lustig. Das ist ja auch nicht negativ. Ich will jetzt hier Hasskommentare lesen. Hier. Dench kommentiert nach 2 Minuten 50 raubt Moji dem Video den ganzen Explorer-Zauber der Jungs. Das ist der erste. Ich habe einen gefunden. Hier. Big Daddy Lee. Nicht böse gemeint, aber der mit der Maske hat euer Video komplett versaut. Frank Lieberg kommentiert. Kommt der komische Maskentyp nun immer mit? Das erste Mal, dass ich eure Aufnahme nicht länger als 10 Minuten geschaut habe. Wenn der Typ mit der Maske nicht dabei gewesen wäre, wäre das Video echt gut geworden. Ja, es ist halt auch, das Problem ist so ein bisschen, Chat. Manchmal kann ich auch da nicht unterscheiden, wer jetzt von euch ist und da einen Hate-Kommentar geschrieben hat und bei wem es ernst gemeint war. Aber Bro, da waren wirklich, also ich hab reingeguckt, als das Video hochgeladen wurde. Bro, da waren so viele negative Kommentare. Chilliger Nachname kommentiert, die Parts ohne den nervigen Schneemann wieder top. Den Rest musste ich leider skippen. Gucke Moji eigentlich auch ab und zu mal, aber ihr passt überhaupt einfach nicht zusammen. Finde Videos mit euch beiden alleine viel besser oder mit Leuten, die ähnlichen Vibe rüberbringen. Nach kaum 5 Minuten genervt vom Maskenmann. Hoffe, das war einmalig. Ich finde die Kommentare nicht mehr, Digga. Da waren so viele Manfreds auch. Da waren so richtig viele, die hießen Manfred 1984 und dann haben die so geschrieben, boah, der Typ mit der Maske geht ja mal gar nicht. Also, liebes Roofless-Team, ich gucke eure Videos wirklich gerne. Aber mit dem Typen kann man sich das echt nicht geben. Und da waren so richtig viele Kommentare und die waren so richtig sauer. Und ich muss aber auch sagen, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, Chat. Weil, stellt euch mal vor, der 45-jährige Manfred sitzt in seiner Höhle, okay? Die haben ja einige Leute in der Community, die ja so richtig Outdoor-Survival-Zeug und sowas machen. Stellt euch mal vor, der 45-jährige Manfred sitzt gerade in seiner Höhle drin, hat sich gerade so ein Shelter gebaut mit Stöckchen und so, macht sich gerade so mit so Holzstöckchen ein Feuer und ist voll im Game drin und dann holt er sein Nokia 6410 raus und geht auf YouTube, gibt ein www.youtube.de, geht auf Roofless drauf und denkt sich so, geil, heute wieder Montag, ein geiles Lost Place Naturvideo mit den Jungs, ich liebe die einfach, die sind so richtig erwachsen und professionell und dann klickt er aufs Video drauf und sieht das hier. Da muss ich auch ehrlich sagen, da kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen, dass die sauer waren. Also, Digga, die müssen gekocht haben, Digga. Also wirklich, die müssen richtig, die waren auf 180, die Guys. Ja, also ich meine, im Endeffekt, mir ist es egal. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Videochat und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, Chat. Also im Endeffekt habe ich es eigentlich für euch gemacht. Und irgendwo kann ich es auch ein Stück weit verstehen, weil in dem Video, also es war ein cooles Video für uns jetzt so, aber ich glaube für die klassischen Roofless-Zuschauer, die halt wirklich so Action bei Lost Places und kranke Löcher und sowas sehen wollen, die feiern das halt dann nicht so, weil in dem Video ging es halt eher um mich, glaube ich. Also da war halt viel mit mir drin. Und das war einfach ein anderer Content so, als den Content, den Roofless normalerweise macht. Deswegen kann ich es ein Stück weit auch verstehen.
Aber das war lustig, Digga. Ich hab da echt, ich hab Tränen gelacht. Da waren so geile Kommentare dabei. Mich ärgert es auch ein bisschen, dass ich die Kommentare jetzt nicht gefunden habe. Da waren am Anfang wirklich, da waren so, Digga, die waren so sauer. Die waren so sauer, die haben so gekocht. Naja, ist auch egal. Das war's mit der legendären Roofless-Reaktion. Ganz viel Liebe nochmal an Roofless. Falls ihr Roofless nicht kennt, checkt den Link in der Beschreibung ab. Ganz viel Liebe auch an Paddy, der auch dabei war, der uns da alles gezeigt hat. Kanal auch von ihm in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Das war's von heute. Das war's für heute von mir, Mochi, euer Maskenmann. Ich war einfach bei Roofless im Video drin. Ja! Yeah!